Servus, YT, warum SDEVA? Ich begrüße euch hier in Resident Evil Village. Wir sind geschnappt worden vom lieben Heisenberg und seinen Klauen, seinen Schergen entflohen und werden uns jetzt durchschlagen. Aber wohin? Das sehen wir jetzt in dieser Folge. Denn es heißt mit Resident Evil Village. Entriegelt. So. Gut. Lager sondieren. Erstmal durchatmen. Und da geht's jetzt weiter. Oh, warum wir vor uns aufgehört haben. Also, warum wir vor uns was machen wollten. Wisst ihr noch? Jetzt aber wirklich. Hallo, Ausgang. Ja, schau mal einer hier. Ich glaube. Hier haben wir Erfolg. Ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Zieh der Schwarm an. Die Kälte greift den Darm an. Oh. Ja, das hätte er mal machen sollen. Da wäre er vielleicht nicht ganz so. Ja, nicht so unlebend gewesen. Und der, dem war auch kalt. Das sind übrigens, das waren mal lebendige Vogelscheuchen, denke ich mal. Jetzt sind sie auch nicht ganz so lebendig. Ich hoffe, es ergeht uns nicht auch so. Naja, wir schauen mal, was uns hier erwartet. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Was? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Okay. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Ja, bitte gut. Verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Ja, dann lass uns mal shoppen gehen. Du so, Shop etwas öffnen. Kaufen? Heute habe ich etwas ganz Besonderes. Erstmal verkaufen. So, jetzt haben wir nämlich hier einen Schädel. Nee, ich will bestimmt keine Waffe verkaufen. Bist du des Wahnsinns? Dass du mir sowas überhaupt anbietest. So. Bitte Werkstatt? Sieh dir auch meine neuen Waren an. Mhm. Aha, hier kann man quasi die Sachen verstärken. Inventarplatz. Okay. Flinten. Oh, das ist teuer. Nee, komm. Was ist das? Eine Waffe für 200? Magazinerweiterung? Aha, cool. Jetzt haben wir das so dran. Gefällt mir. Neu mit ein bisschen Schwanzstoffwerk und dafür aber leichte Handhabung. Vorrätig 15. Das? Hm. Brauche ich einen Schalldämpfer? Ne, eigentlich nie, oder? Gut. Cool, jetzt haben wir so ein Ding da dran. Süß. Guck mal, unsere hat Feuerkraft 100. Wie viel hat diese Waffe? 110. Naja. Feuerrate 0,4. Nachrate 2,6. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Das ist eigentlich das gleiche, bloß halt mit Bums dran. Mit Dingsbums. So, was können wir da machen? Ausverkauft. Ich könnte meine Flinte verkaufen. Und dann vielleicht was Neues damit kaufen. Nee, mache ich nie. Das war Spaß. So, vielen Dank. Danke für deine Treue.
gerne und du kannst dich gerne, kannst deinen Bauch was anziehen, wenn du möchtest. Okay. So, das sieht sehr einladend aus hier. Dann lass uns mal rein ins Häuschen Kunterbunt. Ich habe immer bloß noch drei Finger. Schloss Dimitrisessu. Keine Ahnung. Sorry. Kommt jetzt nicht mehr raus? Ich hab das Gebaumel hier dran. Cool. Ja, aber. Oh Gott. Haben wir das die ganze Zeit dran, das Gebaumel? Okay, kann man das abmachen, das Gebaumel? Nee. Ein Pony, gut. Dann tut mir es leid, dass uns jetzt die ganze Zeit begleitet, das Gebaumel. Aber ist halt so. Drei Töchter, Bella, Cassandra und Daniela. Moin. Hier kommen wir nie rein. Hier kommen wir rein. Aha, ein Fahrstuhl. Lei. Drücken. Nichts passiert. Okay, dann müssen wir den wieder in Gang setzen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. ach ja, hier die Tür. Hier geht's lang. Super. Bleiben wir auf der Etage und gehen da runter später. Okay, wir gehen jetzt runter. Sorry, aber okay. Haben wir da fast. Haben wir da fast vergessen. Ich brauche eine neue Waffe, das Gebäude geht mir übelst aufs Schwein. Zack, Pistolenmunition. Aber ich glaube, ingame kann ich mich jetzt gerade nie beschweren. Weil überhaupt eine Waffe haben, ist schon mal ganz gut. Könnt ihr euch übrigens an den letzten Teil erinnern? Resident Evil 7 vor 7 Jahren. Wo es dann ganz halt ging. Ethan. Mit der gruseligen Vater da. Was? Mach mich nie alle, Junge. Mach mich nie alle. Na, kennt ihr das noch? Schau, das wird nicht geclaimed. Ich hoffe, ich bereue es nie, das ist so ein cooler Song, ey. Ohne Witz.
go, tail and row, D, go. Hammer-Song, ey, ohne Witz. Das gibt ganz geile Vibes von damals, ohne Witz. Aber wenn es jetzt nicht in Speicherraum so ist, dann wird es ein langes Let's Play, Leute. Und ich hoffe, dass die Dings jetzt nicht gedampert. Ich hoffe es so sehr. Oh nee, was ist denn jetzt verkehrt? Männliches Blut. Bist du denn sein Ernst? Oh, meine Beine. Ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Oh. Ach, gut. Die nette Dame von vorhin. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Die ist ja ganz schön groß. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später. Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Die ist ganz schön groß gewachsen. Hey. Hey. Alter, wir müssen leiden. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Ist die einfach zu groß oder nur einmal zu klein? What the f? Okay, wie kann man das befreien? Ich muss hier raus, bevor sie zurückkommen. Oh, wie? Oh. Was? Ist klar. Ist klar. Aber ich habe ein bisschen Medizin dabei. Ja, das hilft auf jeden Fall. Ja. Oh. Kein Problem. Ah, das heilt wieder ganz gut zusammen.
Schutzangel rühm ich erstmal aus vom Feuer. Oh, aua. Das hat jetzt weh. Also, das würde ich nicht gerne selber erleben. Uiuiui. Ein Glück haben wir Medizin gefunden. So. Jetzt geht's hier raus. Ließe ich leicht knacken rein, theoretisch. Oh. Brauche ich das? Hm. Von der anderen Seite verschlossen. Hä? Wo müssen wir da jetzt lang? Können wir uns vielleicht hinter dem Vorhang verstecken? Würde mich irgendwie freuen. Oder unter dem Bett. Ich glaube, da finden sie mich nicht. Dieses Schloss ließ sich leicht knacken. Ja, mit was wollten wir uns denn leicht knacken lassen? Oh. Hallo, Schornstein. Aha, guck mal hier, jetzt kommen wir hier lang. Und dann? Rostige Reste. Okay, erklären wir da langsam mal, was das machen, oder? Was sagt ihr? Pistolenmunitionchen? Nee, auch nie. Ein Arzneischen. Gut. Super Sache. Ring mit Rost. Dick im Auto. Auge. Audi. Audi. Müssen wir hier lang? Okay. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, diese Fliegentanten können uns jederzeit hier lauern und uns wieder hinter den wieder hinhängen. Geil. Oh, geil. Habt ihr das gesehen? Wie ich es eigentlich nie gesehen habe? Und doch irgendwie schon? Ja, musst du irgendwie haben. So, ich würde gerne in so eine Rüstung rein. Das würde mich vielleicht ein bisschen schützen vor den Damen. Das ist die Frage, wo wir lang müssen. Ob dort oder da? Ach nee, von hier kommen wir, ne? Nee. Nee, hier kommen wir nicht her. Aufschließen. Aha. Okay, hier geht's. Okay, damals wieder eine kleine Runde. Eine kleine Runde freigeschalten. Also, falls wir jetzt irgendwie rennen müssen, warum auch immer, können wir hier übelst durchslängeln. Dann geht's hier weiter. Nur kurz einen Rückenkrabbeln. Oh. Mhm. Rückenkrabbeln. Wo haben Sie Rose hingebracht? Was sind das? Batterien einfügen oder was? Vier. Eins. Drei. Und das sind zwei. Aber was? Eins, zwei und drei und vier. Hust. Was? Finde der vier Engel Antlitz, du wirst errettet. Okay, also vier Engel finden und dann bin ich gerettet? Das ist einfach, oder nicht? Ich denke mal, euer oder nicht? So sieht man sich wieder. Dirk, hä? Was machen Sie hier? Was macht? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu. Kann sein. Genau die. Sieh dich doch mal dort um.
Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen. Brauchst du irgendwas? Ich frage mich, wie der dort hingekommen ist. Schnell speichern. Upp. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Kristallfragment, ein Stück weißes Mineral. Weißt du was? Die Sicherstellung von Waren hat. Ich habe gehört, das kann man verkaufen vielleicht. Glaub mir, mein Freund. Wie heißt es doch so schön? Waren? Klein Vieh macht auch Mist. Herstellung Minen. Lernen Sie Herstellung Minen. Okay. Könnten wir uns holen. Gibt's noch was? Herstellung Minen. Medizin, die alle Wunden verfeuchten. Okay. Also manche Sachen sind echt irgendwie teuer, ne? Aber weißt du was? Eigentlich vielleicht gar nicht schlecht. Da hattest du ein Auge drauf, was? So. Ha. Gucken wir. Metallreste brauchen wir. Okay. Hals und Beinbruch. Jo, warte mal, wir tun nochmal Speichern. Lass mich los, Junge. Ah, das ist ein guter Song. Ich lasse aber erstmal bloß bei der Folge drin, ne? Und guck, ob die geclaimt wird oder nicht. Mach's dann wieder rein. Also machst du dann nächstes wieder raus und dann lass mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück und bald drinne. Weil mit Musik und so, wisst. Kein leichtes Thema. Ist der am Schnarchen? Ist das ein Scheiß Ernst? Gottes Willen. Bitte, naja, das haut's nicht. Ach, von hier. Ja, so, von hier ist ja ein Weg, wo wir schon mal herkommen. Gut, ich schaffe es langsam, mich zu orientieren. Das ist schon mal ganz gut. Dann müsste ich jetzt die Tür hier rechts aufmachen können. Klar. Oh, hallo. Flintenmunition. Zack. Super, wieder ein Weg frei. Ach, der soll was gegen seinen Husten machen oder was auch immer. Das klingt ja schrecklich. Go, chill and roll, D. Go, chill and roll, D. Was kann ich damit machen? Ich kann es leider nicht zerstören. Aber das. Die werden sich ärgern, wenn sie ihre ganzen Vasen hier zerstört vorfinden. Und sich denken, wer war das? Hiefen. Hiefen. So wird's werden. Ach, man kann Vasen auch hier zu zerstören. Oh nein, das hätte mir nicht sagen dürfen. Gut, war nichts drin, aber man hätte ja, es hätte aber klappen können. Dass dort was Tolles drin ist, wisst ihr? Hätte durchaus sein können. Durchaus hätte das sein können. So, was haben wir hier? Nicht. Ah, okay. Hier kann man dann wahrscheinlich
gehe noch auf der anderen Seite und hier kann man dann wahrscheinlich dieses Auge einfügen oder so, was wir jetzt als Ring haben oder so. Ich denke mal, das kann man dann gleich machen. Nur ein Ruhm. Wein. Buch. Zusammen ist es ein Weinbuch. Was ist das? Ich kann mal irgendwas. Reinschütten? Wein vielleicht? Ich weiß nicht. Den Unterstopp und Wein. Des Resident Evils. Gut, gehen wir mal rüber. Und dann geht's dort hinten weiter bei dem. Ha! Also es lohnt sich, Vasen kaputt zu machen. Zack. Ne, gehen wir nochmal rüber, hä? Ja. Sollen wir hier reingehen? Das sieht sehr danach aus, würde irgendwas passieren, wenn ich dort reingehe. Ich hab's so im Urin. Gehen wir hier rein, oder? Na komm. Ring mit rostigen. Ring mit rostigen. Okay. Dann soll es so nicht sein. Und wir gehen rüber und gehen dort halt weiter. Machen wir es halt so. Ja, machen wir es halt so. Jetzt kann ich ja gar nicht mehr irgendwo lang. Hä? Hier komme ich lang. Nee. Hier war ich schon. Kann nicht verwendet werden. Gibt's denn irgendwas zum Entdecken? Ich frage für einen Freund. Hier vielleicht irgendwas Geheimes, Geheimgängerisches. Muss ich hier den Kopf rumdrehen vielleicht? Nee. Warum wackelt der Leuchter? Das ist immer verschlossen. Leute, wo müssen wir lang? Ich habe keinen Plan. Sagt mir, wo lang. Vielleicht muss ich es durchlesen. Die Geschichte der Weinerstörung aus. Auf Schloss Dimitzen reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Lange vor der Zeit. Ich muss hier irgendwas reinschütten. Muss ich eine Flasche Wein rausziehen aus dem Regal? Da kann ich so zustechen. Zack, zack. Nee. Okay, ich muss keine Weinflasche rausschnibbeln. Sure, Leute. Dann geht's hier oben hin, wann nicht lang. Ne? Ah, warte mal. Was suchen? Ist klar. Ja, und das muss ich jetzt dort einfügen. Okay, cooles Rätsel. Ah!
Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Schlitz dich auf. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Mein Blut pulsiert. Hat es geklappt? Mit der Mine? War das gut? Eine gute Idee, oder? Ich muss schon sagen, die haben sie echt ganz gut gelegt. Oh nee. Sei mein Spielgefährte. Oh nee. Oh nee. Oh. Alter. Wo muss ich hin? Oh nein. Au. Ich hab mich zu beißen. Mein Blut pulsiert. Ah, hier ist er. Okay, okay. Und tschüss. Hätte ich mir die Kugel noch sparen können, oder? Scheiße. Also kann man die wahrscheinlich nicht so töten, so einfach. Okay. Habt ihr, seht ihr auch so, oder? Ich denke nämlich auch. Jetzt haben wir übelst die Mumpel verbraucht. Scheiße. Oh. Metallreste brauchen wir. Na komm, wir geben uns mal lieber eine Medizin. Unsere andere Hand ist übrigens wieder ganz, also es war heil, es ging schnell. Und die ist groß gewachsen. Wir sind nicht klein, die ist einfach nur groß. Ich will eigentlich gar nicht dort lang, deswegen. Okay. Sei ruhig zu. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie der Tante folgen will. Definitiv nicht. Also, So, was haben wir hier? Ein Kraut. Ein Feuer. Okay. Gehen wir jetzt noch hin? Trust in Light. Achso, das war schon, oder wie? Dankeschön, Light, wer auch immer dich angemacht hat. Ich bräuchte jetzt noch mehr Light. Oh ne. Hier sieht es nicht sehr gemütlich aus. Zumal ja jetzt hier es gar keine Taschenlampe gibt, außer die ich habe. Und wenn die alle ist, was ist dann, Leute? Dann sehen wir ja gar nichts mehr und sind voll im Dunkeln. Ich schaue die Welt einfach nur an, die Taschenlampe. So ganz auf verlässlich, so weißt du, auf verlässlicher Basis. Help me, Brother. Okay, Brother. Wo bist du, Brother?
Nee, cool. Scheiße, oder? Also, ich denke mal, das war schon scheiße. Oh. Ja, sehe ich auch so. Hier ist Medizin. Ich brauche das jetzt nochmal wieder. Mann, hä? Abklemmen? Na, okay. Warum? Und haben wir ja auch Schönes zum Mitnehmen, ne, ja. Scheiße. Nichts Gutes zum Mitnehmen. Was wollen wir denn hier? Was erwartet uns hier? Wo geht es lang? Gesunder Appetit, gesunder Appetit, gesunder Appetit. Ja, okay, okay. Also diese kurzen Schrecksekunden. Das war definitiv gerade der Fall. Ja, liebe Leute, was jetzt hier uns erwartet bei diesen hängenden Säcken, was uns hinter den hängenden Säcken von Leichen erwartet, das, meine lieben Freunde, sehen wir in der nächsten Folge von Resident Evil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut's drin. Bis nächstes Mal. Euer Steve PD. Ciao mit Kakao. Tschüssi. Und...